Ganz eindeutig ja. Es wird wahrscheinlich immer noch Menschen geben, die ernsthaft glauben, dass die AfD eine akzeptable Heimat für Bürgerliche, für Konservative sei. Sie mögen einmal darüber nachdenken, warum Professor Luck und Hans-Olaf Henkel fluchtartig das Lokal verlassen haben, nachdem sie gesehen haben, wer sich da bei der AfD breit gemacht hat. Es mag auch heute noch Mitglieder bei der AfD geben, die sagen, also mit Rechtsradikalismus, mit Extremismus, mit Nationalismus, Antisemitismus wollen wir nichts zu tun haben. Aber sie geben denen in der AfD Deckung, die genau mit dieser politischen Motivation dort arbeiten. Der Fall Kalbitz ist ein Fall. Es gibt viele Kalbitze in der AfD. Und interessant ist ja, es geht ja um die Frage, ob er falsche Angaben gemacht hat beim Eintritt in die AfD. Offensichtlich stört sich die Führung an der AfD überhaupt nicht an dessen politische Agenda, an dem, was er politisch vertritt. Ob das vereinbar ist mit den Zielen der AfD, damit beschäftigen sie die sich gar nicht. Und sie haben ja richtigerweise auf die 7-zu-5 Entscheidung hingewiesen. Das ist eine ganz knappe Entscheidung. Also offensichtlich gibt es starken Rückhalt, dass die AfD unbedingt Kalbitz braucht. Herr Gabriel, wie sehen Sie es? Ich fand das Erschreckendste, dass Herr Gauland und Frau Weidel, ihr Chefinnen und Chefs der AfD im Bundestag sind, dass die der Überzeugung waren, Kalbitz soll in der AfD bleiben. Das zeigt, dass Wolfgang Bosbach recht hat. Es gibt starken Rückhalt für ihn und die AfD ist ein Sammelbecken von auch für Rechtsradikale und Rechtsextremisten. Das ist jetzt nicht besonders neu. Herr Höcke beispielsweise ist ja einer der sozusagen populärsten Repräsentanten, populär in Anführungsstrichen, der bekanntesten Repräsentanten, der ist ein offen bekennender Rechtsradikaler und Kalbitz und solche Leute fühlen sich in der AfD offensichtlich wohl und bis hinauf in die Spitze der Bundestagsfraktion der AfD fühlt man sich offensichtlich mit solchen Leuten wohl. Ich kann nur sagen, die verfolgen einen Kurs, der weit weg ist von dem, was wir im demokratischen Spektrum für akzeptabel halten.